Guten Tag, Leute. Es ist wieder soweit. Es geht weiter in der Welt von Dos Santos. Ja, lassen uns mal überraschen, was heute passiert. Wir haben einen Unbekannten in Anführungszeichen Anruf. Bin gespannt, wer das jetzt ist. Ob das jetzt DOJ ist oder ob das jetzt die Person ist, die wir oder die uns kontaktieren sollte bezüglich Konzept. Das wird jetzt noch, sag ich mal, interessant. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt und überhaupt noch wer dran geht. schauen wir einfach mal. Let's go, Rock'n'Roll und so. Hahaha. Oh Mann. Gut, das scheint schon mal nicht zu funktionieren. Gucken, ob ich sie kriege. Ja, scheint noch keiner da zu sein. Mason. Was ist denn bei Mason Sache? Geht bei dem irgendwas? Ist genauso tote Hose. Gut. Die haben wir noch gar nicht lange mehr gesprochen. Genauso knicken. So, was ist mit Ethan? Alter, ich gehe jetzt einfach alle Nummern durch. Ah, scheint auch nicht. Ja, gut. Somit haben wir jetzt wie viele Telefonate getätigt? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Ich glaube, ich werde mal kurz zum MD fahren, beziehungsweise mich fahren lassen. Vespucci Beach ist die Haltestelle. Ich schau mal eben, ob wann der nochmal kommt. Transit, Ventagram. Vespucci Beach fährt. Ich muss in Richtung MD. Wäre wahrscheinlich wieder sinnvoller, wenn ich dann die City 1 nehme. Weil ich dann in die Richtung fahre. City 1, Vespucci Beach. 12 und 42. Gut, 42 kriegen wir hin. Ist. Dauert zwar ein bisschen. Viertelstunde haben wir noch, obwohl nein, 10 Minuten. So, was haben wir? Ja, okay, davon haben wir noch. Perfekt. Ich glaube, wir ziehen uns mal um. Wir rennen gefühlt nur noch in den gleichen Sachen rum hier. Aufschließen. Zack. Mal Seite wechseln. Was haben wir denn hier? Was ist da? Achso, das grau gemusterte, ja, nee. Shorts, Shorts. Was? Dann nehmen wir die mal weg und nehmen mal die. Ja, gut, die Schuhe lassen wir gleich. Was haben wir hier? Schwarz gesteppte. Achso, die Yeti-Jacke. Richtig. Wenn man noch nicht so viel Auswahl hat, ne?
Ja, ne? Dann wollen wir mal. Schauen, was abgeht. Was habe ich jetzt eigentlich kleingeldmäßig? 35 Dollar. Ja, am Donnerstag haben wir echt, kann man schon sagen, recht viel Kohle gemacht, ne? Da waren wir ja mal wieder, endlich mal wieder 5 Stunden on road. Geht zwar noch auf den Freitag dann mit dazu, aber ja. Da haben wir dann wieder unsere 250 Dollar gemacht. Ich meine, hey, beschwert man sich ja nicht. Ja, deswegen, wir dürfen jetzt wieder ein bisschen Geld haben. So ganz arm dürften wir jetzt nicht mehr sein. Schauen, wie viele Stunden wir heute zusammen kriegen. Ist der jetzt eigentlich hier offen oder ist er immer noch zu? Der ist immer noch zu, ne? Okay. Ich glaube, der wird auch nie aufmachen. Sieht nicht so aus, als würde er aufmachen. So. Was sagt der Bankautomatgerät? 690 Dollar. Nice. Das ist doch cool. Weißt du, andere sagen so, boah, geil, 50.000 und so. Ich so 600. Yeah. Ah, das ist so traurig. Aber hey. Jetzt muss ich wieder überlegen, welche Seite ich nehme. Ich will ja richtig. Du fährst ja dann Richtung Airport. Dementsprechend muss ich ja. Ich bin schon auf der richtigen. Na, der fährt ja dann deiner Seite Richtung Downtown, der andere Richtung Airport und Co. Ich hoffe mal, dass Busse aktiv sind. Ich bin echt froh, dass wir dann jetzt Dienstag dann auch den Führerschein machen können. Da brauchen wir nur noch ein Auto, logisch. Aber dann sind wir zumindest nicht mehr. Jetzt brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, aber ich kann zumindest dann. Wenn ich es dann habe, dann kann ich mir Gedanken machen, sozusagen. Also, ach, ich denke schon wieder zu verwirrt. Wie dem auch sei. Das lupt schon. Der Lachs lupt. Oh, schön, wie man sieht, dass der Shader gerade nachzieht da. Oh, ist das traurig. Ja, mich würde mal interessieren, ob das DOJ was das jetzt zu meiner Bewerbung gesagt hat. Ein bisschen hoffe ich ja, dass die Nummer nicht ist, nicht die Person ist für dieses Konzept, sondern eher das DOJ ist. Das wäre halt schon besser. Wäre schon cooler. So. Gehen wir mal hier hin und hoffen einfach mal, dass er kommt. 6 Minuten hat er noch. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ah, oder ja, oder ist es dieser Typ von Transit? Der wollte sich ja auch noch mal melden. Ich glaube, mittlerweile häufen sich die Wahrscheinlichkeit mehr, dass es fürs Konzept ist, als für meine Bewerbung. Aber hey. Parker.
Sekunde. Ja, Fahrrad wäre auch noch so eine Möglichkeit, aber ich bin faul, kein Bock auf Fahrrad. Vor allem teuer. Hier hätte ja kein Geld mehr für einen Führerschein. Fällt mir gerade so ein, wenn ich den Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin sehe. Weiß nicht. Lohnt sich nicht so richtig. Behaupte ich. Knatsch, 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 knatsch. So, 2 Minuten hat er noch. Schöne Skyline da hinten ist das ja schon, ne? Das muss man ja mal sagen. Sieht schon sehr schnieke aus. Gut, scheint glaube ich nicht zu kommen, weil 42 haben wir.
Fall kommt der um 43, nehme ich auf der anderen Seite den. Stimmt, da können wir auch gleich mal die E-Mail schreiben an die Anwaltskanzlei. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Obwohl, warte erstmal, bis die Nummer mich zurückruft, um dann zu schauen, wer es ist und wie ich damit weiterarbeiten kann. Nicht, dass es hinterher. Ich glaube, da kommt nichts. Ah ja. Dann, wenn man mal Bus fahren will, obwohl das sieht auch doof aus. Ja, dann rufen wir uns mal ein Taxi, ne? Kontakt, alles Taxi. Jetzt Taxi, hallo, wie kann ich helfen? Hallöchen, Brent hier. Ich bräuchte mal ein Taxi bei der Bushaltestelle Vespucci Beach. Vespucci Beach. Bus halt, na klar, bin gleich da. Danke. Bis gleich. Jo, ciao. Ciao. So geht's halt schneller. Ich hoffe, $35 reichen. Die Spannung steigt. Okay, jetzt wird sich gefunden, wer das jetzt schon gewesen wäre. Aber nein. Ansonsten können wir ja gar ja noch Blutgruppencheck machen, wenn die da. Wenn die da für Zeit haben, genug Leute da haben. Was ich nicht behaupte, also was ich nicht denke, weil es einfach eine Uhrzeit ist, wo keiner da ist wahrscheinlich. Der ist das. Na bitte. Läuft doch. Spring rein. Guten Tag. Hi, wie kann ich dir helfen? Ich müsste einmal zum MD einmal. Zum wo? MD. Zum MD, achso. Ja. Ich hab Ellie verstanden, sorry. Nee, alles gut. Wie geht's Ihnen so? Ja, alles super. Alles super. Und selber? Ja. Ist ein schöner sonniger arbeiten. Tag. Ist, nee, arbeiten nein. Ich bin einer noch von den Leuten, die nicht arbeiten. Ah, einer von den wenigen, oder was? Ja, genau. Richtig.
Ja, ich bin ja auf Arbeitssuche, so ist ja nicht. Ich bin ja jetzt nicht ganz Achso. voll. Und wo soll es hingehen? Was ist so die Richtung? Richtung Beamter. Richtung Beamt, also doch MD. Nee, da jetzt nicht. Also DOJ habe ich Bewerbung hingeschickt. Ich weiß nicht, ob Sie die Ausschreibung gesehen haben beim DOL bezüglich Studium, Staatsanwalt. Ist auf jeden Fall interessant, aber viel, viel Fluktuation in dem Job. Ja, okay. Ja, tatsächlich. Also ich habe letztens erst wieder von so einer Kündigungswelle gehört und das war jeden Monat so eine Kündigungswelle. Ah, So ungefähr. interessant. Ja, ist ein bisschen schwierig, anscheinend. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ja, gut, das soll mir ja erstmal egal sein. Ja, PD hatte ich auch eine hingeschickt, aber ich war jetzt auch so. Ich habe bis jetzt noch nie Bewerbungen geschrieben, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich war so ein Junge mit Vitamin B. Dementsprechend brauchte ich das nie zu machen. Boah, das ist auch nicht wirklich viel. Und deswegen wurde ich dann jetzt auch abgelehnt. Aber in 4 Wochen mache ich das einfach nochmal und dann, was soll's, ne? Es gibt auch, ja auch sowas wie Bewerbertraining von Weasel News, ne? Das gibt's auch. Echt? Oh. Ah, Einfach interessant. mal bei der 919 melden. Das ist Helping Hands und die haben eine Kooperation mit Weasel News und vielleicht kommt da irgendwie was zustande. Ja, ich habe auch genug Freunde, wo ich glaube ich auch, sag ich mal, also die Hilfe bekomme, sozusagen. Ich habe nämlich da eine, also eine gute Freundin da, die arbeitet auch beim DOJ. Dementsprechend Na. konnte sie mir da schon sagen, was man jetzt noch da reinpacken sollte, was nicht und sowas alles. Okay, ich Deswegen verstehe. war ich direkt am richtigen Hebel. Ja, ich war mal Personalchef hier im MD. Hi. Oh! Ja. Oh, okay. Ich kenne mich damit auch so ein bisschen aus. Naja, und warum nicht mehr? Kein Interesse mehr. Kurze Ah. Antwort. Lange Ah, Antwort okay. ist um einiges komplizierter. Ja, gut, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Eben. Alles klar. Dann sind wir einmal bei 16 Dollar. Ja. Bitteschön. Perfekt, ich danke. Und dann Dann. wünsche ich viel Erfolg, ne? Ja, danke und noch einen schönen Tag, ne? Wünsche ich auch. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ah ja. Ein Personalchef. Ah ja. Ist es. Oh, aber schön ruhig hier. Soll ich das gleich mal sagen? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Auch Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Wie können wir Ihnen helfen? Ich wollte Ihnen helfen. Nein. Alles gut. Ich würde gerne meine Notfallkontakte einmal angeben. Ja, würden Sie mir dann einmal kurz Ihren Ausweis bitte geben? Aber natürlich. Bitte schön. Klar, vielen Dank. Einen Moment. Ja. So, Mr. Brent. Okay, Sie haben noch gar keine Notfallkontakte aktuell angegeben, Das richtig? ist korrekt. Das ist korrekt. Okay, dann dürfen Sie bitte einmal den Vor-, den Nachnamen und die Telefonnummer der Person einmal durchgeben. Das werden jetzt ein paar mehr, aber ja. Fangen wir einfach Okay, mal. wir machen alles langsam. Ja, genau. Fangen wir unten an. Winston Riggs. Also Winston TS, ne? McGee oder CK? Riggs mit GG. Ah, mit GG. Okay. Genau. Ja, habe ich. Telefonnummer bitte. Das wäre die 539586. 5395 86. Okay. Soll der Herr Riggs auch von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden? Das bedeutet, der kriegt alle Infos, oder ist das richtig? Genau, Ja, richtig. Richtig. Der Unterschied ist, bei Notfallkontakten Hm? dürften die Leute anfragen, ob sie hier im MD sind. Das dürften wir denen beantworten. Hm? Wir dürften ihnen allerdings keine Auskunft über ihre medizinische Behandlung geben. Ja, doch, doch. Bei Das der Entwicklung der. Okay. können wir so machen. Doch, doch. Das Okay. passt. Einen Moment, dann tragen wir das noch ein. Das Ja. dauert jetzt kurz. Ja, ist gut. Ich hab Zeit. Das ist sehr schön. Okay, dann dürfen Sie mit dem nächsten anfangen. Dann kommt Nyla White. Nyla mit Y, ne? Ja, NYLA, Nee, richtig? NAYLA. NA, okay. Ja, White, Telefonnummer. Genau, das wäre die
Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt bei der Telefonnummer. 338341. 8341. Genau. Ja, auch Miss White von der Schweigepflicht entbinden. Genau, das ist eigentlich bei allen, die ich jetzt angebe. Achso, okay, genau, ja gut, dann können wir das ein bisschen vereinfachen. Richtig, okay. Richtig. Dann der nächste bitte. Mason, also M-A-S-O-N, Southgate. Also Süd und Gate halt. Tor, okay, ja. Genau, genau. Die Telefonnummer bitte einmal. 832. Ja. 862. Okay. Einen Moment. Ja. Jawohl, dann der nächste bitte. Jetzt schaue ich mal gerade. Dann ist das Howard Pierce. Also Pierce schreibt man mit P-I-E-R. Nee, ah, okay. P-I-E-R-Z-E. Ach du Scheiße, P-I-E-R-Z-E. Okay. Ja, das haben wir schon. Nummer bitte. 4577. 4577. 04. Genau, und dann kommt jetzt der letzte Kontakt. Dann haben sie es endlich geschafft. Ja, Moment, ich trage den Herrn Pierce eben noch bei der Schweigepflichtentbindung ein. Jawohl, dann dürfen Sie jetzt die letzte einmal sagen. Ja, das wäre der Ethan Haste. Der dürfte Ihnen bestimmt auch schon bekannt sein. Ich glaube, der ist eingestellt hier. Soweit ich weiß, zumindest. Ich habe den Kollegen nur noch nicht kennengelernt. Aber ja, ich habe den Namen tatsächlich eben gelesen. Okay, perfekt. Dann wissen Sie, glaube ich, auch, wie er geschrieben wird, oder? Genau. Perfekt. Sehr gut. Die Nummer bitte an. Ja, 722-882. 882, okay. Genau. Perfekt, dann sind wir da alle durchgegangen. Okay. Da noch eine kurze Frage bezüglich Blutgruppe und so. Kann man das jetzt machen? Haben Sie dafür Zeit? Broadway? Ja, könnte ich machen. Okay, ja. Perfekt. Alles klar, perfekt. Super, dann können wir eben noch hingehen, Herr Brandt. Jo. Ich folge Ihnen einfach. Dann, genau, richtig, folgen wir einfach mal. Ich weiß, das fragt man nicht, aber bis jetzt ist doch noch ruhig, oder? Ah, benutzen Sie das R-Wort nicht. Ja. Lieber sagen ein A- oder ist es angenehm oder. Ja. Dann gehe ich gleich wegen Ihnen außer Dienst. Das wäre doof. Das so, dann nehmen Sie gerne einmal hier Platz. Ja, dann gehe ich aber hier rüber. Uppala. So, sind Sie Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Okay, dann würde ich das an Ihrer linken Arm einmal abnehmen, das Blut. Jo. Broadway? Ja, bitte. Was soll ich denn da abrechnen? Weil es ist ja jetzt tatsächlich nicht so ein richtiger Gesundheitscheck, den der Arzt durchführt. Was, warte mal. Erstmal MD ein bisschen beschäftigen. Wie viele Kontakte habe ich da jetzt reingeschmissen? Ich, 6 oder so? Ich habe nicht mehr mitgezählt. War hinterher zu viel. So, ich hoffe, das haben die anderen auch gemacht. Ja. Ja, Nyla habe ich übrigens reingepackt, weil halt wegen. Das wird nicht der letzte Unfall sein, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Dementsprechend ist das so eine vorbereitende Maßnahme. Falls es dann doch schlimmer ist. Oder wird. Wie auch immer. So, Entschuldigung. Alles gut. So. Ah, dann können Sie sehen, ha? Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Okay, sehr gut. So, dann mache ich mal eben hier und desinfiziere das eben einmal. Vielleicht die böse Nadel.
Kennen Sie Leute, die die Nadeln überhaupt nicht abkönnen und wo dann der Kreislauf komplett zusammenbricht und so? Witzigerweise, ironischerweise. Ich selber kann keine Nadeln bei mir haben. Also geben kann ich, also ein Sadist bin ich, aber selber, dass man das bei mir macht, nee. Ah, okay. Mein eigenes Blut kann ich nicht sehen, tatsächlich. Ja, das fühlt sich ja noch immer so ein bisschen anders an, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ach ja. Reinpieksen, ja, aber... Das war's dann auch, ne? Der Rest in den... Nee. Genau, die Blutuntersuchung wird ein paar Tage dauern, 3 Tage, und dann können Sie gerne hier einfach vorbeikommen und dann sagen wir Ihnen das Ergebnis dann Ihrer Blutgruppe dann, ja? Ja. Sehr schön. Das heißt, das wäre dann der Montag dann, richtig? Das dürfte, glaube ich, passen. Genau, richtig. Ja. Genau, heute haben wir Samstag, Sonntag, Montag. Genau. Ja, okay. Am besten Montag. Ich weiß nicht, wie Sie zeitlich können. Ja, also Montag werde ich, glaube ich, hier schon vorbeikommen können. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts notwendig. Ich meine, es steht ja in der Akte hinterher drin. Also dementsprechend, ehrlich gesagt, ist es mir im gewissermaßen noch egal. Ist ja nur, damit Sie das eigentlich wissen, um genau zu sein. Zumindest das stimmt auch wieder. Ja, ne? Also, deswegen. Ich mache es einfach nur, weil man es machen sollte. Wenn ich vielleicht doch irgendwann hinterher beim PD oder so arbeite, dann sollte man sowas in der Akte drinstehen haben. Ich glaube, da wird man das nicht nur einmal brauchen. Ja, das stimmt natürlich. Herr Brand, wie war nochmal Ihr Vorname? David. David. Dass ich das gleich für Ihre Akte dann sozusagen habe. So. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann bringe ich die Sachen ins Labor. Hier kriegen Sie noch ein schickes Pflasterchen von mir. Wow. So ein Piratenpflaster? Wow. Wir haben auch noch Disney-Pflaster, wenn Sie lieber ein Disney-Pflaster haben. Nee. Also, so ganz kindisch wollen wir jetzt auch nicht. Glauben Sie mal, hier sind Leute, die total auf harte Rocker tun und dann ein Kätzchenpflaster wollen. Oder? Ja. Aber das liegt aber dann auch so von wegen Prinzip und so. Einfach, ne? Muss man ja. Genau. Also ich kann Ihnen sagen, das kostet $30. Wissen Sie das schon? Ja, ich habe gefragt. Ich war ganz frech und habe einfach mal gefragt. Ah, okay, sehr gut. Dann muss ich wenigstens. Wir haben so eine lange Preistabelle und Untersuchung ist tatsächlich nicht das, was man jeden Tag hat. So. Dann hole ich mein Kartenlesegerät raus. Bitteschön. Jo. Sehr schön. Kriegen Sie Ihre Karte wieder. So, und dann dürfen Sie jetzt schon gehen. Jetzt natürlich mit der Blutabnahme gleich ein bisschen viel trinken, was essen gleich. Und jetzt nicht gleich vielleicht einen Marathon laufen, ne? Ja, gut. Wollte ich jetzt nicht. nicht wirklich. Sehr schön. Sehr gut. Dann bringe ich Sie wieder nach vorne. Jo, okay. Wie gesagt, am Montag können Sie vorbeikommen und dann haben Sie Ihr Ergebnis, ja? Jo. Sehr schön. Sind Sie jetzt Ärztin oder ganz normale... Ich bin Assistenzärztin. Assistenzärztin, okay. Okay, weil die haben ja alle unterschiedliche Kleidung, deswegen dachte ich so, ist das wahrscheinlich ein höherer Rang. Genau, also die Weißen sind alles Assistenzärzte, beziehungsweise Ärzte schon, vollwertig. Ja. Und unsere Blauen sind halt die Sanitäter, die rausfahren. Aber wir können genauso, wenn unterbesetzt ist, genauso rausfahren. Und ja, Grün sind zum Beispiel die Praktis, die sozusagen... Oder die Azubis. Ja, genau. Ganz einfach gesagt.
Ah ja, okay. Ja. Super. Alles klar. Dann danke ich Ihnen. Einen schönen Tag. Ja, danke auch. Und bis Montag wahrscheinlich dann. Ja, genau. Bis dann. Bis tschüss. Dann, ne? Ciao. Als ob ich da jetzt Montag hingehe. Was soll ich da? Also ich meine, ja, wow, dann weiß ich, welche Blutgruppe ich bin. Herzlichen Glückwunsch. So. Dann trinken wir noch mal ein Schlückchen. So, wo gehen wir hin? Was machen wir? Was ist das hier eigentlich? Ist das hier nee, City Hall ist das. Warum denke ich eigentlich immer nur ans DOJ oder so? Junge, Junge. Ach, gehen wir hierher. Entspannte Wandertour wieder machen. Bla bla bla. Was da steht ja eigentlich? Wir können sein, nicht außererkennbar fehlender oder lückenhafter Lebenslauf. Die wollen alle immer einen Lebenslauf. Walker, genau, das ist Walker. Ist aber auch interessant, dass er seine Privatnummer nimmt. Naja. Achso, warte mal, dann können wir dann jetzt auch hier Blutgruppe löschen. Zack. Sollen wir da oben zum Observatorium gehen, auch wenn es, wenn man alleine ist? Obwohl, naja, ach, weiß nicht, ja, nee. Nicht alleine. Alleine ist irgendwie, ist halt irgendwie an sich alles so ein bisschen lame immer. Alleine ist halt schon schwierig, sag ich mal. 19 Uhr 27. Oh. Montag ist. Okay, gut. Ich habe immer noch Dienstag im Kopf. Perfekt. Montag ist Führerschein. Super. Das ist, Ich bin manchmal echt lost. Was zum... Komische Geräusche kommen hier manchmal. Weiß man echt nicht, wie man die zuordnen soll. Ganz spannend, Leute, ganz spannend. Ich bin auch wieder. Ja. Naja. Auch diese Momente gibt es. Also, ich glaube. Nein, obwohl das ist auch eine falsche Aussage. Ich wollte gerade sagen, spannend wird es erst oder interessant und so wird es erst, wenn man arbeitet. Aber nein, das stimmt ja so nicht. Ist einfach, bei mir ist es, glaube ich, einfach nur die falsche Herangehensweise. Beziehungsweise mein Charakter ist ja sowieso so ein bisschen, also nicht verschlossen gegenüber Neuer, aber wird jetzt nicht einfach hingehen
zu irgendjemanden und den ansprechen, yo, was geht und so. Das wird der nicht machen. Dementsprechend, ne? Aber es ist trotzdem, ja, ich glaube, charaktermäßig gedacht ist, glaube ich, wirklich erst spannend, wenn man arbeitet, wenn man dann was tut. Dann geht die Zeit auch, glaube ich, schneller rum. Bin ja mal gespannt, wo wir dann letztendlich arbeiten werden. Also da bin ich echt gespannt, also wo der Weg uns hinführt. Ich persönlich hatte eigentlich DOJ schon, sag ich mal, soweit abgeschlossen. War eigentlich schon gar nicht mehr so in meinem Gedanken drin, das da zu arbeiten. Aber ja, gut. Hat sich halt so jetzt ein bisschen geändert, ne? Vor allem das Witzige, das muss man einfach mal erwähnen, ist ja, ich habe in meinem Schreiben sozusagen ja reingeschrieben, von wegen, ja, FT oder PD will ich hingehen. Ja, also die beiden Stellen habe ich halt genannt. FT habe ich schon eigentlich so gut wie verworfen. Ja, gut, PD habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ja, genau. Okay, jetzt landen wir vielleicht beim DOJ, das, ist eine Wendung der, ja, nicht der G-Zeiten, aber, naja, Wendung der ganzen Story. Ja. Lucky Placker. Das ist ein merkwürdiger Name. Lucky Placker. Okay, ja. Why not? Aber ich muss sagen, diese Wanderschaften hier, auch wenn sie echt nervig sind, aber zum Henker. Ah, ein Bus. Also, ja, habe ich vorher gedacht, aber WTF, wie fährt der? Oder wie hört es sich eher an? Junge, Junge. Ja, aber man sieht halt so, die Stadt nochmal ist eigentlich voll schön hier so rumzulaufen. Oh, ich gehe lieber erstmal nicht über die Straße. Bevor ich mich hier noch umbringe, gleich. Ja, eine Tankstelle. Der Bus. So. In Real Life wäre die Schokolade jetzt schon geschmolzen, aber hey. Weiß ja keiner. Eine Tankstelle. Fahren ja aber auch echt manchmal wie besenkte Sauen, ne? Junge, Junge, Junge.
Ja. Farbe? Kritisch. Weiß nicht. Too much. Hatte ich viele Fahrräder stehen denn hier? Was sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt hier in... Ja doch, wir sind auch schon in Little Seoul. Genau, weil es ja die Little Seoul Tankstelle. Genau. Bisschen Ortskenntnisse hier erweitern. Verbessern. Fair, keine Ahnung, was machen. Man könnte jetzt den Bus nehmen. Warte mal, wir können mal gucken, wie so Nord 1, die soll ja angeblich, ne? Instagram Kollektion, aber steht hier mit beide Nord? Nee, ne? Warte, Nord 1, Nord 2, um. Ah, okay. Der fängt. Bei Vespucci Canela könnte ich auch hingehen. Vespucci Canela fährt da 23 und 53. Kriegen wir das noch hin? Wir haben 23, sollte er. Und wir haben 14. Vespucci Canela? Ist das da? Ne, es ist La Puerta. Wo ist denn Vespucci Canela? Ist das hier? Das hier? Das heißt, wir müssten einmal in die andere Richtung, in die... Richtig? Ja. Check. Okay. Wir haben bis 23 Zeit, das heißt, wir haben 9 Minuten. Das war jetzt sehr langsam gerechnet, aber... Hey. Das war ein Citybus. Bin gespannt, ob überhaupt eine Nord 1 fährt, aber... Schauen wir mal. Muss ich jetzt hier hoch oder? Nee, ne? Okay. Schauen wir uns einfach jetzt mal den Norden an, ja? Den kennt ja der David noch nicht. Vorne ist übrigens das VPD. Es ist alles so spannend. Kann ich vor Spannung nicht mehr halten. Bloß nicht herunterfallen. Ich finde diese Parks hier immer super. Man hört immer
Skateboards. Das ist so strange, ne? Schöner LKW. Alter, der rast ja mal richtig krank. Ist das dieser Terror aus dem halt aus Original GTA? Schaut mir nämlich so ein bisschen aus, als wäre es dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, Terrorbyte oder sowas? Keine Ahnung, irgendwie so, der heißt ja, ist ja dieses komische, sag ich mal, Organisationsfahrzeug. Planungs-LKW-Gedöns. Für die ganzen Heists, die es hier noch gibt. Und die heizen auch durch die Gegend. So, hier sind wir bei Vespucci-Kanäle, ne? Gut, dann war immer auf die Nord 1. Beziehungsweise Nord 2, ist mir egal, welchen Nord. Hauptsache irgendeine Nord. Schauen wir nochmal eben. So, Vespucci-Kanäle, was haben wir hier? Vespucci, der fährt ja nur in eine Richtung. Obwohl. Ja, was ist jetzt? Vespucci-Kanäle 23 und 32. Es ist mir eigentlich egal, in welche Richtung ich fahre. Hauptsache, ich komme irgendwie mal in den Norden mit ihm. Ja! In die Luft schlagen. ja, gut. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, naja, egal. Einfach in die Luft schlagen. Woo! Moin. Oh, sieht es immer aus, als würde da bei mir einer ausgucken. Sehr merkwürdig.
Ist das die Nord 1? Oder egal welche Nord? Ja. Yes, it is. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Wo sollst du denn gehen? Einfach nur in den Norden. Ah, okay. Einfach nur mal schauen, wie es da oben aussieht. Okay. Ja. Wir fahren jetzt erstmal zum ZOB. Ja. Ja. Und dann geht's davon um halb weiter. Ja, alles klar. Sollst du da Bescheid wissen. Jo. Wird dann wahrscheinlich auch ein Kollege sein, weil ich gehe jetzt im Feierabend erstmal. Ah, okay. Wie lange machen sie schon? 3 Stunden waren das jetzt so. Ah. Na gut, da darf man auch mal Pause machen. Wenn Sie dann auch im Norden Fragen haben zu den einzelnen Haltestationen und so, ruhig die Kollegen fragen. Wir können eigentlich zu jeder Station noch ein bisschen was erzählen. Ja, ja. Ja, ich guck mir das erstmal an. lass mich mal erstmal jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, egal. erstmal Eindrücke sammeln und dann. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Eine Busfahrt, die ist schön. Das sind wahrscheinlich auch jetzt gleich der gleiche Bus, ne? Das wird auch der gleiche Bus sein, ja. Ja, alles klar. Ich chill jetzt einfach hier. Obwohl, nein, jetzt die Mail vorzuschreiben. Na, nee. Nein. Nein. Wollte ich machen, aber nein. Ja, aber nein. Okay, wer auch immer da versucht, sein Auto anzumachen. Okay. Ich schreibe einfach mal vor ihr. Sehr geehrte Damen und Herren. Alter. Was schwer zu durchzuschreiben ist. Ich habe eine Frage. Nicht, dass der jetzt. Ne, ich glaube, hier wird keiner parken. Eine Frage bezüglich Paragraph. So, was war das jetzt? 3 Absatz 4, ne? Oder? Jetzt. Mach den Schmork hier doch auf, Junge. Ja. Aha, jetzt aber. Genau. Paragraph 3 Absatz 4. Dort geht es um den Personenbeförderungsschein. Meine Frage wäre. Nein.
theoretische Situation. Ich würde mit einem Bus, was jetzt dahingestellt, Kleinbus, Personen mitnehmen und die Stadt und sozusagen ein Stadtführer sein. Meine Frage wäre jetzt, ob ich auch einen Personenbeförderungsschein benötige. Geplant. Hallo, und Sie können nach mir wieder einsteigen. Hallo. So. Sie möchten einmal eine Stadtrundfahrt, Landrundfahrt haben, ja? Ja, genau. Genau. Mhm, alles klar. Ich mache mir bei eine kleine Ausbildungsfahrt, nicht wundern, ne? Ja. Alles super. Gut, wunderbar. 01 aktiv auf der Nord 1 mit dem 3 Krabos. Cersei, neben mir. Haben wir uns gestern eventuell gesehen? Wo denn? Waren Sie nicht derjenige, der mir den Controller an den Hals gehetzt hat? Nee, oder? Controller? Ja. Wo nee, ich glaube nicht. Ja, okay, das ist vielleicht doch ein anderer Kollege gewesen. Ja, ja. Nee, weil war nämlich auch ein Ausbilder, deswegen, das ach so, okay. Ja. Das hätte jetzt gepasst. Frisurentechnisch ja. auch. Okay. Aber gut. Nächster Halt, Stadtpark. So. Genau, so für dich immer, ne? Hast du gerade mitbekommen, Funk. Immer kleine Ansage machen, wenn du quasi losfährst, dann nochmal sagen, Dienstnummer, auf welcher Linie und mit welchem Bus, damit quasi die Leitstelle nochmal prüfen kann. Aha, die Eintragung, die Leitstelle ist korrekt. Und dann fährst du hier ganz normal los. Okay, alles klar. Ja. Ansagen kannst du schon, ja? Ja. Okay. Die Strecke. Bitte? Kannst du die gerne einmal üben, dann auf der Runde, ne? Ja. Die Strecke habe ich auch schon so weit im Kopf. Mhm. Und ja, ansonsten muss ich nur noch meinen Personenbeförderungsschein machen am Sonntag und dann muss ich die Prüfung machen. Kann ich die Prüfung machen? Sehr gut. Ja. Mhm. Tun Sie einfach so, als wäre ich nicht hier. Alles gut. Ja, das ist jetzt irgendwo Theorie. Ja. Genau. Meine ja nur. Genau. So, magst du mir mal so deinen groben Stand sagen, was du schon alles hier eingeprägt hast? Jetzt wird es interessant zu schreiben, während er labert. Also nur so grob muss jetzt hier im Detail sein, ne? Ja, unentgeltlich zu. Also von der Nordstrecke oder allgemein? Allgemein, Nordlinie und die Dienstsachen. Also Nordlinie habe ich mir die Ansagen eingeprägt. Nicht, den Ton habe ich gedownloadet. Mhm. Ich
Da ich dies. Das RDP habe ich, soweit es geht, verinnerlicht. Eingetragen habe ich mich auch schon. Halb. Mhm. Und die Nummern habe ich eingetragen. Ja, die Telefonnummern. Person. Ja, ich kenne die Strecke von der Nord 1 ziemlich gut. Perfekt. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, ob ich mich da gleich selber ertappe, ob ich mich verfahren würde oder nicht. Mhm. Und du kannst ja einfach mal Navi dann spielen, ne? Ja, könnte ich machen, ja. Jetzt halb Gewerbe, halb Gewerbe. Ja, ansonsten, ja, RDP, die ganzen Eintragungen. Ja, und ich bin gestern auch ein paar Mal noch mit der City gefahren. Den noch. Nur die habe ich noch nicht ganz so drin, ne? Die ist ja ein bisschen... Ja. Den Schein. Konzentriere dich, wenn du es kannst, erstmal auf die Nord. Tiger. Mhm. Weil die Nord geht ja deutlich schneller zu lernen als die City. Ja. Gerade wenn du dann Führerschein und PBS hast, dann kannst du halt hier auch relativ schnell dann selber fahren. Mich und danach machst du die City. Ja. Wenn es passt von den anwesenden Meldung. Leuten halt. Ne? Sollten sie noch Fragen haben? Die Dienstvorschriften hast du auch gelesen? Können. Die habe ich soweit auch gelesen, ja. Mich über... Funk funktioniert auch? Der Funk funktioniert auch, ja. Mhm. Über... Max. Mhm. Ofen. Nächste Haltestelle, Mangold und Söhne. 1, 2, 3. So, der... Jetzt hier bitte abfahren. Ja, und dann links abbiegen. Was müssen wir hier beachten? Hierbei müssen wir beachten, dass wir weit genug ausscheren und wenn wir losfahren, in einem durchfahren. Und natürlich das Stoppschild beachten, ne? Mhm. Ja. Was mit dem im einen durchfahren macht der eine so, der andere so? Mhm. Rechts gesehen, bitte. Mhm. Ich mach's nicht, weil ich fühle mich da nicht sicher. Ja. Ich bremse lieber noch mal zwischendrin ab. Ja. Das ist mir lieber, als wenn ich durchbeschleunige und dann doch irgendwie die Leitplanke knutsche. Ja, hier ist die Haltestelle. Was gibt es an Haltestellen zu beachten? Dass man entweder danach parkt, also hier danach, 3 Sekunden warten. Mhm. Ja, ansonsten aufpassen, dass man links... Dass man nicht den Verkehr knutscht, ne, wenn man bei der Ausfahrt ist. Mhm, genau. Nächste Haltestelle, Yellow Check-In. Mhm. Wann benutzen wir den Blinker? Den nutzen wir im Start gar nicht. Links. Mhm. Wann kannst du den Blinker benutzen, beziehungsweise wann solltest du ihn benutzen? Wenn du in die Haltestelle einfährst, ne? Benutzen kann man ihn benutzen, genau. Du solltest ihn benutzen, wenn du zum Beispiel eine Gefahrensituation hast. Ne? Ja. Mhm. Ja. Wenn du vor den Unfall siehst oder sowas. Also du willst irgendjemandem signalisieren, dass du rechts abfahren willst und der steht dann einfach irgendwo, ne? Ja. Dann kannst du den nutzen, musst du aber nicht nutzen. Okay. Und gerade bei Gefahrensituationen, dann sollte man das schon machen mit Warnung. Ja. Ne? Rechts bitte. Nächste Haltestelle, Harmony Ost. Mhm. Was machst du, wenn du mal länger als 5 Tage nicht in Dienst kommen kannst? Mich abmelden. Mhm. Wo machst du das? Warum? Oder wo? Im RDP. Krass, ist das jetzt überall so? Da kann ich mich doch irgendwo eintragen, oder nicht? Meine ich. Was? In der Schichtplanung findest du ganz unten immer Vorlagen. Ja. Da kannst du eine Abwesenheitsmeldung kopieren. Ja. Die schickst du uns immer an unsere Controlling-Mail-Adresse, ne? Ah, okay, ja. Genau. Ja,
Nächste Haltestelle, Harmony West. Ja, ich habe ja erst wann war das? Vorgestern hier angefangen. Und das ist ziemlich viel Theorie gewesen. Ja, am Anfang ja. Ist das sehr viel, gerade in den Leitfäden. Ja. Immer sehr erschlagend. Ja. Das stimmt, ja. Ja, Sie können gerne ein bisschen lauter reden, wenn Sie möchten, höre ich Sie hier vorne besser. Ja, sorry. Oh. Die nächste dann rechts. Mann, ich lag halt entspannt im Sitz. Dann schreie ich da auch nicht rum. Das ist halt sehr viel Input, ne? Das ist für viele ja. Eindrücke und sowas. Mach das alles aber ruhig nach und nach, ne? Irgendwann hast du auch den Dreh raus. Ja. Wer hat hier Vorfahrt? Moment, wir. Warum? Weil das ein Feldweg ist. Nein, weil da ein Stoppschild ist. Ah, das Stoppschild habe ich gerade. Ach so, auf der anderen Seite, ja, bei denen, ja. Ja, genau. Okay. Gut. Wer hat hier Vorfahrt? Da haben wir Vorfahrt, weil da ein Stoppschild ist. Korrekt. Ja. Also, da muss man ja noch dahin. Ach du Schande. Ja. Gleich Dollar? Was? U92 gleich Dollar. Wer hat hier Vorfahrt? Hier das gleiche. Ne, da immer auch gucken, ne? Manche achten da auch nicht drauf. Ja. Und machen dann hier mitten auf so einer Straße eine Vollbremsung. Da halt immer dann schön gucken, ne? Ja. Schöne Gegend hier, muss man ja mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Nächste Haltestelle, Sandy Shores. Wer hat hier Vorfahrt? Ich fahre mal kurz zurück. Da haben wir auch Vorfahrt. Warum? Weil das halt eine Einbuchtung ist. Nee. Also ein Feldweg oder was? Ja. Durchgezogene Linie. Ausbilder fährt und der andere guckt. Genau, also es gibt ja keine Priorisierung, was die Straßen angeht. Ich lost manchmal. Ja. Aber die Straßenmarkierungen müssen halt beachtet werden. Ach so, ja, gut, ja. Das habe ich voll verpeilt. Die habe ich gerade gekonnt übersehen, ja. Da gibt es tatsächlich in Chumash, gibt es da eine äußerst kuriose Sache. Da haben halt die Leute, die von rechts kommen, diese aus Chumash kommen, die haben theoretisch Vorfahrt vor dem Highway. Okay. Allerdings würde ich da halt nicht drauf vertrauen, ne? Ja. Wenn du im Highway mit 100 Meilen angeballert kommst, da achtest du nicht drauf, ob von rechts irgendeiner steht, ne? Ja, eben, ja. Halt, manchmal einmal links. Hier würde ich irgendwie zum empfehlen, gerade wenn du abends fährst und es ist dunkel, immer den Blinker zu benutzen. Ja, ja. Damit die Leute, die hinter dir sind und vor dir sind, auch sehen, dass wir abbiegen wollen. Ja, ja. Rechts und dann links. Hä? Mein Mikro ist manchmal sehr merkwürdig. Auf einmal hat es keinen Bock mehr. Stelle für die Nord 1 kommen. Wir haben aktuell eine kleine Verzögerung aufgrund einer kleinen Betriebsstörung von ca. 3 Minuten kommen. Nord 1 Ende. Oh. Hast du schon mal Funksprüche geübt? Ja. Aber da muss ich mich erstmal reinfuchsen noch, ne? Genau. Ja. Hat sich auch ruhig mal später mal durchlesen, ne? Den Leitfaden dazu. Ja. Die nächsten links. Auch hier würde ich dir empfehlen, abends immer Blinker zu benutzen. Ja. Oh, schöne, schöne Gegend hier, das muss man mal sagen. Echt Schnieke. Genau. Da hast du ja schon gut gelernt. Sehr schön. Ja, ja. Wahrscheinlich auch nichts anderes gemacht, oder? Nächste Haltestelle, Grapeseed.
Nee, eigentlich nichts wirklich anderes gemacht. Ich habe ja gestern ziemlich lang gearbeitet. Rechts bitte. Mhm. Dann nochmal rechts. Ja, ganz viel. Ist mal ein bisschen schwieriger mit hinstellen, wenn wir nicht so schön Platz haben. Ja. Hier. Wenn wir das kopieren. C. Dann die nächste rechts. Mhm. Ein kleiner Tipp: stell dich, wenn du hier zum Stoppschild fährst, immer ein bisschen so versetzt. Ja. Kannst du nämlich gleich hier, ohne dass du die andere Spur kreuzt, rumlenken. Ja. Das ist ja eine der wenigen Stoppschilder, wo das wirklich gut geht. Ja, ja. Ja, dann einmal bis zum nächsten Stoppschild durchfahren und dann links. Der STVO, der sollte vielleicht noch dazu schreiben. Geht es ja, schön. Theoretische Situation. Jetzt haben wir ein bisschen Luft daher. Was machen Sie denn so Schönes, außer mit dem Bus fahren? Sonst so. Nichts. Nichts, okay. Ja, noch bin ich arbeitssuchend. Mhm. Aber ansonsten, ja. Erkunden, ne? Und so welche, weiter und so fort. In welche Richtung soll es denn gehen? Ja. Schwierig. Nein. Also zum PD wollte ich. Da wurde jetzt die Bewerbung abgelehnt. Das heißt, da muss ich noch mal ran. Und jetzt habe ich noch DOJ am Laufen. DOJ? Okay. Ja. Da ist ja diese Ausschreibung Studium als Staatsanwalt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Nee. Ja. Doch, habe ich gesehen, ja. Also ich schon. Ja, und dementsprechend ja, probiere ich das mal, wie das so ist. Nächste Haltestelle, Palito Bay Nord. Meine, irgendwas muss man ja machen, ne? Ja, ansonsten, wenn Sie Interesse haben, können Sie auch gerne mal bei uns bewerben. Wir sollen auch immer Busfahrer. Irgendwann muss das kommen. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob das Busfahrer-Dasein so meins ist. Da muss man schon Bock drauf haben, ne? Also, ja, genau. Das ist halt so eine Sache. Das muss einem halt bewusst sein, ne? Dass man viele lange Strecken fährt und auch mal länger vielleicht mal für sich ist, weil die Fahrgäste ja ein bisschen ruhiger sind. Ja. Dann nach der Tankstelle einmal rechts. Und dann links. Hast du deinen Führerschein eigentlich schon? Ich habe meinen Führerschein. Ich brauche nur noch den Personenbeförderungsschein. Okay, gut. Ja. Wann hast du am Sonntag die Dingens? Um 19 Uhr. 19 Uhr. Nächste Haltestelle. Palito Bay Süd. Mal gucken, eventuell habe ich da sogar noch Zeit, dass wir danach noch eine Runde fahren können. Ja. Mal schauen. Ja. Wäre cool, ja. Die nächste rechts, bitte. Und hier jetzt die zwei Stoppschilder, ja. Genau.
Mal ein bisschen weil, sinnlos. Weil es so viel Spaß macht, einfach zweimal halten. Ja. Ja. Damit man auch ja die meiste Energie verschwendet, weil Bus richtig anfahren. Mhm. Ja. Ist halt, naja. Ob es nicht ein einfacher Zebrastreifen auch getan hätte, aber na gut. Sieht doch schon mal soweit gut aus. Ja. So, ich hier bei den nächsten beiden Kurven immer darauf achten, ob du mit einem Nord- oder mit einem Citybus fährst. Ja. Die Citybusse gehen tatsächlich Vollgas. Die Nordbusse nicht, weil die halt, du hier merkst, sehr stark untersteuern. Ja. Also hier so mit 40 Meilen maximal langfahren. Mal schön bremsen. Ja. Es sei denn, sie wollen das Meer näher kommen sehen. nee. Das war und die Fahrgäste auch. Ja. So, jetzt einmal alle schwimmen gehen. Haben sie doch gebucht, oder nicht? U-Boot-Transit sind wir tatsächlich noch nicht. So. Nein? Ja. Also da sind sie jetzt echt unterentwickelt. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Das überlassen wir mal anderen Kollegen, die das machen. Da habe ich mehr Expertise drin. Hat dir schon mal jemand gezeigt, wie du die Bedarfshaltestelle hier anfährst? Ja, 10 Minuten vorher. Mhm. Muss dann eine Anmeldung erfolgen. Mhm. Und die ist ja hier vorne links auf dem Highway, ne? Ja, richtig. Genau. Ja, die kann man einfach anfahren, kurz stehen bleiben und... Genau. Ja. Warum ist das eigentlich bei den beiden so? Weil das halt sich als normale Haltestelle nicht ausrechnen würde. Okay. Deswegen machen wir einen Bedarfshalt, ne? Wenn Leute da hin wollen, sollen sie anrufen, ansonsten fahren wir halt durch. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vom ZOB losfahre, setz mich rein, fahren los und dann, keine Ahnung, wie wird mir irgendwie einfallen, okay, ich würde dann doch die Haltestelle nehmen wollen. Reicht das, dass ich dann dem Busfahrer das sage oder muss ich dann trotzdem da anrufen? Das wäre ja dämlich, wenn ich dann noch anrufen müsste. Nein. Ich sitze ja im Bus. Nee, also das gilt jetzt vor allem dann den Seiten, ne, sagen mal. Sie sind am Stadtpark oder sonst wo und sie wollen halt zum La Casa del Mar. Und dann sehen sie, Nord 1 ist im Dienst, rufen sie an, hier, möchte gerne dann und dann am La Casa del Mar steigen, dann wird der Kollege angefunkt, dass er bei der nächsten Runde dann da hält. Ne? Mhm. Okay. Wenn sie natürlich schon beim Kollegen im Bus sind, dann können sie dem das auch so sagen. Ja, yeah, okay. Würde ja sonst keinen Sinn machen. Ja, ja, das wäre halt unnötig. Ja. Okay. Nächste Haltestelle, Chumash. Genau. So, da wir jetzt auch ein bisschen Verspätung haben, fahren wir die Haltestelle jetzt auf Sicht an, ne? Ja. Kannst du mal dann machen, wenn du so halt eine 1, 2, 3 Minuten Verspätung hast. Der Nord kannst du dir merken, sobald die Verspätung mehr als 5 Minuten ist, kriegst du die Verspätung meistens nicht mehr richtig eingeholt. Ja. Dann solltest du die Runde abbrechen, je nachdem, wo du halt bist. Ne? Ach, okay, echt? Ja. Wenn du jetzt kurz vor Ende bist, dann kannst du natürlich durchfahren, aber... Ja. Wenn du, sag ich mal, du hast eine Handy-Chance von 5 Minuten Verspätung oder so, oder mehr... Kannst du halt die Runde abbrechen, wieder ins Depot fahren, das macht keinen Sinn. Ja, ja. Okay. Und das ist halt die Taktung einfach zu knapp, ne? Ja, klar. Okay, gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, also das ist jetzt interessant, das zu hören, so. Weil, keine Ahnung, selbst 5 Minuten, ja, gut. Aber das ist wahrscheinlich dann wegen, weil der nächste Bus dann wahrscheinlich dann kommt, ne? Weil wir uns halt die nachfolgenden Verbindungen nicht einhalten könnten, ne? Umsteigen und so. Ja. Wir haben ja einen 30-Minuten-Takt und eine Runde dauert 25 Minuten. Ja gut, und dann 5 Minuten. Ja, na gut. Ja, ja, okay. Ja, macht Sinn. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, ne? Also, ja. Ja, das ist gut. Kann sie ja sich auch mal alles beim ersten Mal. Ja.
Das ist halt so mal dann die Abwägung, die man machen muss. Ne? Ja. Ich finde es halt dann nur schwierig, wenn dann einer an der Bushaltestelle steht, ja, 5 Minuten zu spät, okay, so what, würde ich mich jetzt nicht drüber beschweren, aber ich würde da halt stehen und würde dann noch länger warten im Endeffekt. Ja, das ist halt doof, ne? Das ist dann so die Abwägung, sag ich mal. Also ja. Es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? Einfach kommt, das ist super selten vor, ne, dass wir mal eine Betriebsstörung haben. Also, das ist jetzt so eine starke, die mehr als 5 Minuten ist. Mhm. Ja. Die meisten sind halt so 1-2 Minuten oder so. Mhm. Wenn man kurz aufs Klo muss. Ja, genau. Betriebsstörungen, die 5 Minuten länger sind, sind super selten. Hier vorne abfahren und dann links halten. Mhm. Nächste Haltestelle, Vespucci Canale. Ja, da würde ich aussteigen einmal. Mhm. Ja. Dann war ich jetzt auch einmal im Norden, dann kann ich das auch erstmal bei der Liste abhaken. dann einmal rechts. Mhm. Und dann die nächste links. Mhm. Wollen Sie ja Vespucci hier runter oder oben sehen? Aber den Rest kann ich ja gehen. Das jetzt ist ja, war zu spät, ja. Ja, den Rest kann ich gehen, alles gut. Jetzt habe ich Sie da unten direkt rausgelassen. Na, ja, super. Danke, aber reicht auch, wenn sie da vorne an der Haltestelle halten. bisschen zu Fuß gehen und so ist ja auch mal gut für die Gesundheit und so, ne? Ja, stimmt. Richtig, genau. Gut, dann, ja. Viel Erfolg bei Ihren Bewerbungen. Ja, danke, danke und vielen Dank für die schöne Fahrt, ne? Gerne. Mach's gut. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, Gentlemen, Ladies and Gentlemen. Als erledigt markiert. Somit waren wir auch mal im Norden. Ja, man hätte jetzt noch im Dingens. Hätte jetzt oben noch bei Palito aussteigen können, nochmal durch Palito rennen können. Aber alleine ist halt irgendwie lame. Also, ja, einfach. Was soll ich da alleine rumrennen? Spannung pur. Runter? Macht das Sinn? Ja. Oh ja. Dann gehen wir hier runter. Ja, Leute, ja, viel passieren tut jetzt nicht mehr. Ich, werde dann schon mal hier cutten, dann müsst ihr den ganzen Latschweg nicht sehen. Wir gucken mal, was heute Abend noch so abgeht. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht auf dem Weg nach Hause umgebracht. wäre auch nicht, also, wäre für mich jetzt nichts Neues so gefühlt irgendwie. Weiß nicht, würde mich nicht überraschen, so. Ja, und würde sagen, dann sehen wir uns, ja, beim nächsten Mal, ne? Passt auf euch auf und so. Ne? Haut da rein. Servus nochmal. Der Abend war an dem Tag jetzt nicht allzu spannend. Deswegen hier mal eine kurze Zusammenfassung für den es interessiert. Wir haben nicht viel gemacht, wie ich ja erwähnt habe vorhin. Ja, haben ein paar Wiese-News-Artikel gelesen, Satire-Blatt und sowas. Ja, haben dann auch noch eine E-Mail an LS Taxi geschickt und, soweit ich jetzt auch weiß, hatten wir da auch schon an der Anwaltskanzlei was geschickt.
Da bin ich mir jetzt aber selber nicht mehr grad ganz so sicher, weil ich halt lost bin manchmal. Genau, und ansonsten sind wir ja durch die Gegend gelaufen und ja, haben viel in Venture durchgegraben und ja, dementsprechend nicht viel passiert. Das nur als kurze Randinfo. Ja, wünschen euch noch einen schönen Tag, Leute, und haut da rein.